heißt, die Erkenntnis hat er wirklich in seiner eigenen Meditation gemacht. Und diese Erkenntnis hat jetzt auch in den nächsten Tagen bei ihm was bewirkt. Und es ging bei ihm jetzt vor allen Dingen darum, dass er realisiert hat, okay, krass, es tut mir nicht gut, länger am Alten festzuhalten. Hey und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video heute. Wir wollen uns in den nächsten Minuten anschauen, warum es so unglaublich wichtig ist, sich nicht nur auf das Neue zu besinnen, das Neue aufzubauen, sondern in diesem ganzen Prozess, im Lebensprozess, eben auch loszulassen von dem Alten, sich zu trennen. Und das steckt im Wort Entscheidung ja schon drin. Das heißt, immer dann, wenn der Samurai damals das Schwert aus der Scheide gezogen hat, wenn er sich entschieden hat, dann aus dem guten Grund, dass er dieses Schwert auch einsetzt, sonst hätte er es nicht rausgezogen. Und immer dann, wenn man sich entscheidet, trennt man sich von etwas Altem. Mit jeder neuen Tür, die man öffnet, schließt sich eine andere Möglichkeit. Und nur wenn wir bereit sind, vom Alten wirklich loszulassen, wird die Energie auch wirklich frei fürs Neue. Ansonsten kannst du dir das so vorstellen, als ob du permanent auf dem Gaspedal stehst, aber gleichzeitig die Handbremse angezogen hast. Und dein Auto, du selbst, unnötige Verschleißerscheinungen in Kauf nehmen musst. Und zudem auch unglaublich viel Energie verschwendest. Weil wenn du auf beiden Hochzeiten tanzen möchtest, sowohl beim Alten als auch beim Neuen, dann garantiere ich dir, dass du auf keiner der beiden Hochzeiten wirklich deine Erfüllung finden wirst. Das heißt, wenn du deine alten Gewohnheiten nachgehst, wirst du ein Scheißgefühl haben, weil du weißt, die brauchst du eigentlich nicht mehr. Und wenn du bei den neuen Sachen bist, wirst du nicht die Entschlusskraft haben, wirst du nicht das Durchhaltevermögen haben, weil eben die alten Sachen dich permanent wie so ein Klotz am Bein daran behindern, wirklich da durchzustarten. Und ich möchte mit dir was teilen, was ein Mentoring-Teilnehmer mir vor kurzem zugesendet hat. Das heißt, er hat mir auch die Erlaubnis gegeben, das hier vorzuspielen. Es war eine Sprachnachricht, die er mir auf WhatsApp zukommen hat lassen. Und ich möchte die einfach mal abspielen. Und so nach einer Minute wollen wir daraus wirklich Erkenntnisse ziehen, die eben auch für dich unglaublich wichtig sind. Ja, ich war jetzt nochmal wieder im Wald, dass ich noch nie so lange am Stück meditiert, bestimmt 2 Stunden lang wirklich so im Wald mich hingesetzt und habe angefangen zu meditieren. Das war mega krass und ich habe wieder mega krasse Erkenntnisse gesammelt, die, wie ich finde, mittlerweile einfach, ja, ich glaube, die für uns alle irgendwie sehr wichtig sind und deswegen wollte ich die alles einfach noch mit dir mitteilen. Weil ich glaube, dass es mittlerweile immer wichtiger wird, sich zu trennen oder die Entscheidung zu tätigen, sich von Dingen zu trennen, die einem nicht gut tun, die einem wirklich Energie rauben und davon loszulassen, auch von der ganzen, wirklich von dieser ganzen Angst endlich loszulassen. Und das wirklich hinter sich zu lassen und sich jetzt wirklich, wirklich auf seine Passion auszurichten und auf seine Gaben. Und ja, wirklich dieses alte, was einem nicht mehr dient, dieses alte System wirklich in keinster Weise mehr zu unterstützen. Und mit dieser Erkenntnis, die ich da gemacht habe, wirklich das war so krass, weil danach hat mich ein Kumpel angerufen, wirklich direkt danach hat mich ein Kumpel angerufen. Und wir haben darüber geredet, wir haben seit Monaten nicht mehr geredet, er hat gesagt, es hat. Okay, ich erzähle dir, was dann noch danach gekommen ist. Jetzt erstmal zum ersten Teil dieser Memo. Und zwar ging es jetzt so ein bisschen darum, er ist in die Natur gegangen, hat meditiert und hat in dieser Meditation, in dieser Stillezeit, in der Auszeit wirklich tiefgreifende Erkenntnisse gemacht. Das heißt, für mich ist es eben auch ein unglaublicher Unterschied, ob man etwas jetzt zum Beispiel hier in einem Buch liest, das nur rein mental versteht und sich denkt, ja, macht Sinn, was er da schreibt.
aber dann das eine Woche später wieder vergessen hat. Oder ob man, wie er das jetzt gemacht hat, wirklich rausgeht, zum Beispiel in die Natur oder auch abends sich hinsetzt in der Kontemplation, sein Tag Revue passieren lässt und einfach da eine Erkenntnis macht und das wirklich auch fühlt. Das heißt, dass diese Erkenntnis wirklich aus dem eigenen Innern kommt und dass die was Tieferes berührt, als man das vielleicht nur im oberflächlichen Lesen von irgendwelchen Büchern sozusagen erreicht. Das erstmal als erstes. Das heißt, die Erkenntnis hat er wirklich in seiner eigenen Meditation gemacht. Und diese Erkenntnis hat jetzt auch in den nächsten Tagen bei ihm was bewirkt. Und es ging bei ihm jetzt vor allen Dingen darum, dass er realisiert hat, okay, krass, es tut mir nicht gut, länger am Alten festzuhalten. Er hat das jetzt mit dem System beschrieben. Er hat gesagt, dass es nicht ihm gut tut, bestimmte Dinge zu tun, die ihn in die Angst führen. Bei ihm war das jetzt zum Beispiel halt eben allerlei Informationen zu konsumieren, gerade in der heutigen Zeit. Mit Corona, mit allerlei Verschwörungstheorien, mit allerlei Dingen, die da im Netz sozusagen kursieren. Ob die jetzt stimmen oder nicht, ist eine andere Sache, darum soll es gar nicht gehen. Ich sage nicht, dass das alles wilde und abstruse Theorien sind. An vielen Dingen ist definitiv was dran, aber es hilft ja nichts. Das heißt, nur dadurch, dass ich diese Dinge konsumiere, mich selbst dadurch eben auch in eine Angst hineinführen lasse, verändere ich noch nichts. Wohingegen ich, wenn ich meine eigenen Gaben, meine eigenen Visionen teile und diese Erde wirklich im Kleinen mitgestalte, ich schon mehr verändern kann, als wenn ich nur passiv etwas konsumiere und mich selbst in der eigenen Angst gefangen halte. Und das ist genau diese Erkenntnis, die er gemacht hat. Das heißt, er hat realisiert, ja, es tut mir nicht gut, diese Verhaltensmuster, und ich will mich davon jetzt trennen. Ich will nicht länger sozusagen in Verhaltensmustern feststecken, von denen ich weiß, dass sie mir nicht gut tun, sondern ich will mich jetzt auf meine eigenen Gaben konzentrieren. Ich will mich auf das konzentrieren, was ich machen möchte. Und er hat ein unglaubliches Potenzial in sich. Und wenn er sich darauf in den nächsten Jahren sozusagen besinnt, wenn er da jetzt mutige Entscheidungen trifft, dann prophezeie ich bei ihm, dass er in 2, 3, 4 Jahren definitiv auch sein eigenes Projekt am Laufen hat und damit auch Menschen definitiv positiv beeinflussen kann. Und das nur am Rande. Es ging dann jetzt so weiter, dass er halt eben dann nach seiner Meditation einen Anruf bekommen hat von einem alten Freund von ihm und dass sie sich so ein bisschen ausgetauscht haben über die aktuelle Lage. Es ging da natürlich dann auch so ein bisschen um das aktuelle Zeitgeschehen, es ging um Corona und die Meinungen haben sich bei ihnen jetzt wirklich ganz krass unterschieden. Und es war jetzt tatsächlich so, dass er gemerkt hat, okay, er kommt mit diesem Freund eigentlich überhaupt nicht mehr wirklich zurecht, insofern als dass der Freund eine andere Meinung dahingehend auch gar nicht wirklich akzeptiert hat, davon auch gar nichts wissen wollte. Das heißt, wenn man dann merkt, dass man selbst sich gerade verändert und dass vielleicht Freunde, Bekannte, wer auch immer da jetzt nicht so wirklich auf dieser Wellenlänge mitschwimmt, dass die einem vielleicht auch nicht mehr gut tun, ist es da definitiv manchmal auch vonnöten, sich auch von alten Freundschaften zu trennen. Ich sage nicht, dass man sich jetzt nur, weil man eine andere Meinung hat, direkt von Freunden trennen muss. Das meine ich damit nicht. Ich meine damit vielmehr, dass wenn man merkt, wenn man es immer wieder versucht, Menschen irgendwie mitzuziehen und immer wieder versucht, Menschen guten Input zu geben, aber da nichts zurückkommt, im Gegenteil, wenn man merkt, dass die einen eher mit unten halten, immer wieder irgendwelche lamentieren und immer wieder sozusagen nur meckern und merken, oh, das ist eigentlich nur eine Scheißenergie, dann halt irgendwann sozusagen auch da, das einmal Revue passieren zu lassen und zu gucken, tun mir die Personen gut? Was habe ich an diesen Personen? Ist das ein Austausch? Ist das wirklich eine Freundschaft? Oder ist das eigentlich nur noch eine alte Gewohnheitsschleife sozusagen? Bin ich nur noch mit dem Menschen zusammen, weil es irgendwann mal ein Freund war und jetzt läuft das eigentlich nur noch so weiter? Und er hat jetzt die Entscheidung getroffen, nach diesem Telefonat, wo er gesagt hat, okay, diese Person tut mir eigentlich auch nicht mehr gut, ich will mich davon jetzt auch trennen. Das ist definitiv eine unglaublich mutige Entscheidung. Ich sage, wie gesagt, nicht, dass das immer so sein muss. Aber die Menschen in unserem Umfeld beeinflussen uns eben auch ganz, ganz entscheidend. Es gibt ja diesen alten Spruch, das heißt, du bist so die Quersumme aus den 5 Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, mit denen du am meisten zu tun hast. Und das vor Augen ist es definitiv eben dann auch nochmal definitiv vonnöten, zu reflektieren, mit welchen Personen habe ich denn gerade super viel Kontakt? Tun mir die gut? Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann eben auch da die mutige Entscheidung vielleicht zu treffen und zu sagen, hey,
Ich glaube, so viel Zeit müssen wir nicht mehr miteinander verbringen. Ich bin mich da gerade am Neuausrichten. Du willst da nicht mitgehen. Das ist in Ordnung. Ich wünsche dir alles Gute. Das heißt, das auf eine positive Art und Weise zu tun, ihm alles Gute zu wünschen, aber zu sagen, hey, unsere Wege trennen sich hier, glaube ich. So, und das ist eben dann auch eine Sache, die definitiv Mut erfordert. Aber wenn man eben sich neu ausrichten möchte, dann muss man diesen Mut aufbringen, weil man auch nur dann neue Menschen in sein Leben zieht. Weil nur dann, wenn man sich jetzt so zeigt, wie man ist, so zeigt, wie man sein möchte, nur dann kann man halt eben auch die Menschen in sein eigenes Leben einladen, die einen dann auch so akzeptieren. Und insofern nehmen wir aus dieser Erkenntnis drei Sachen mit. Erstens, wir müssen uns vom Alten trennen, wenn wir das Neue wirklich etablieren wollen, weil wir sonst, wie gesagt, nur mit dem einen Fuß auf dem Gas stehen und gleichzeitig aber die Handbremse angezogen haben. Und deswegen müssen wir gucken, hey, was sorgt dafür, dass diese Handbremse weiterhin angezogen ist? Und wie können wir diese Handbremse lösen? Welche Gewohnheiten können wir loslassen? Welche Verhaltensmuster können wir loslassen? Wo können wir Angst loslassen? Wo konsumieren wir die Angst? Wer trägt die Angst in unser System rein? Wer trägt die schlechten Gedanken in unser System rein? Und uns dann davon zu entscheiden, davon zu trennen. Das erstens. Zweitens. Ganz bewusst diese Auszeiten auch zu suchen, wie er das gemacht hat. Einfach mal in den Wald zu gehen, einfach mal abends alle Medien ausgeschalten zu lassen für 2, 3 Stunden. Einfach mal in sich zu gehen und zu reflektieren, was mache ich da den ganzen Tag? Was mache ich da die ganze Woche? Sind das wirklich meine Gaben? Oder ist das einfach nur Zeitverschwendung? Ist das einfach nur Autopilot? Und dann eben, Kraft all deiner Entschlüsse, all das, was sich für dich stimmig anfühlt, sich auszurichten auf deine eigenen Gaben, auf deine eigenen Talente und dann mutig zu beginnen, diese zu verwirklichen. Und drittens, das ist auch mit die wichtigste Erkenntnis, dann auch dein Umfeld neu vielleicht zu gestalten. Das heißt, wirklich zu gucken, mit welchen Menschen umgibst du dich. Und dann eben da auch nicht mehr irgendeine Rolle zu spielen, die du nicht länger spielen möchtest, sondern eben da auch ganz bewusst zu sagen, hey, ja, ich bin dabei, mich zu verändern. Habt ihr nicht auch Bock, mal was anders zu machen? Das heißt, auch deinen Freunden die Einladungen auszusprechen, deinen Mitmenschen die Einladungen auszusprechen, mal die Rollen abzulassen und einfach mal dahinter zu blicken, mal neue Dinge auszuprobieren, nicht immer dasselbe zu tun, nicht irgendwie den ganzen Abend irgendwelche Videospiele zu spielen oder irgendeinen Scheiß zu konsumieren, sondern wirklich einfach mal da zu sitzen. Einfach mal rauszugehen, zu wandern, einfach mal andere Dinge zu tun, unterm Sternenhimmel zu sitzen, tiefe Gespräche zu führen, sich gegenseitig zu bestärken, Challenges zu stellen, Herausforderungen zu stellen, zu gucken, hey, wo stehst du gerade in deinem Leben, mein Freund? Was machst du gerade? Wovor drückst du dich? Wie kann ich dir helfen? Gleichzeitig auch, dass andere sozusagen dir mal ihre Meinung sagen. Einfach mal zu fragen, hey, wie siehst du mich selbst gerade? Einfach offen zu sein auch für Kritik. Und wenn man merkt, okay, der andere ist dafür nicht bereit, der andere tut mir ehrlich gesagt auch gar nicht gut, der beschäftigt sich immer nur mit negativen, destruktiven Dingen und zieht mich da immer mit rein in seine Dramen, dann auch zu sagen, hey, da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. Und sich dann freundlich, ohne da ein weiteres Drama draus zu machen, vielleicht auch zu verabschieden, zu sagen, hey, ich wünsche dir alles Gute. Wenn du sagst, hey, du willst dich auch so ein bisschen mit mir verändern, dann bin ich dafür offen. Wenn das nicht der Fall ist, akzeptiere ich das, aber da sehe ich jetzt keinen Sinn mehr drin, tut mir leid. Und dann einfach deinen Weg zu gehen. Das heißt, da auch wirklich dein Umfeld so mitzugestalten, dass du Menschen in deinem engeren Umfeld hast, die dich da eben auch mit hinaufziehen und nicht mit hinunterziehen. Das sind die drei Dinge, die wir aus diesem Video ziehen, die wir aus der Memo ziehen. Und insofern wünsche ich dir von Herzen immer das Beste. Hoffe, du konntest daraus was ziehen und hast da jetzt einfach den Mut, auch wirklich dich vom Alten zu trennen. Falls du das schon oft probiert hast, aber dann noch nicht wirklich mal tiefer gelangt bist und immer wieder nach ein paar Tagen irgendwie scheiterst, dann klick gerne mal auf mobilesneo.de vorbei. Sichere dir noch heute ein kostenloses Kennenlerngespräch auch für mein Neo-Mentoring-Programm, weil ich verspreche dir jetzt schon, dass ich da definitiv dir viele, viele tiefe Möglichkeiten geben werde, dass du wie er auch mal in den Wald gehen kannst und einfach mal über 2, 3 Stunden auch da sitzen kannst, dein eigenes Leben reflektierst, eigene Erkenntnisse machst und dann definitiv auch den Mut aufbringst, dein Leben wirklich nachhaltig zu verändern und deine Gaben in diese Welt zu tragen. Und abends mit dem Gefühl ins Bett zu gehen, ja, da habe ich Bock drauf. Insofern, das war's mit diesem Video.
Ich wünsche dir von Herzen wie immer nur das Beste. Freue mich von dir zu hören, freue mich von dir zu lesen und bis zum nächsten Video, wie immer das Beste. Hau rein, dein Maurice.